Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Nun ist es auch amtlich. Deutschland hat eine weitere Kehrtwende vollzogen. Und auf die haben sie in der Ukraine wohl am meisten gedrängt und gehofft. Nachdem die Bundesregierung vorgestern nun doch die Lieferung von Panzern an die Ukraine erlaubt hatte, gab es heute grünes Licht auch vom Bundestag für die Weitergabe solcher schwerer Waffen dorthin. Und das mit einer breiten Mehrheit von Ampelkoalition und Unionsfraktion. Die hatten sich zuvor ja auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt. Und so wurde es ein deutliches Zeichen der geschlossenen Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine. Auch wenn einer fehlte. Juli Kurz. Es gibt den ein oder anderen, der an diesem Tag mit einer gewissen Genugtuung ins Parlament kommt. Jene, die seit längerem auch lautstark die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert haben. Doch der Fokus liegt heute nicht bei ihnen, sondern auf ihm. Dem Stuhl, der unbesetzt bleibt, der Platz des Kanzlers. Die staatspolitische Rede hätte heute hier der Bundeskanzler halten müssen. Und Herr Scholz reist zur Kirschblüte nach Japan. Der Kanzler in Japan, was vielleicht schlichtweg unglückliche Terminüberschneidung ist, verfehlt seine Symbolik nicht. Der Mann, der das Land führt und der zuletzt zögerlich bei der Lieferung schwerer Waffen war, ist nun just am Tag der Entscheidung dafür nicht da. Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um vorherzusehen, dass der Oppositionsführer der Union das als Steilvorlage nutzen wird. Merz macht daraus gleich mal einen Generalangriff auf den Führungsstil des Kanzlers. Das ist Zögern, das ist Zaudern. Und das ist Ängstlichkeit. Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist eine parteipolitische Rede geworden. Dabei sollte doch heute ausnahmsweise mal Harmonie herrschen zwischen der Ampel und der Union. Ein gemeinsamer Antrag zur Lieferung schwerer Waffen, Geschlossenheit auch als Zeichen der Unterstützung an die Ukraine. Immerhin, innerhalb der Ampel scheinen die Wogen geglättet. Die liberale Strack-Zimmermann, die zuletzt den SPD-Kanzler kritisiert hatte, zitiert heute den Sozialdemokraten Willy Brandt. Besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Auch für die Grünen soll die Waffenlieferung Gutes bewirken, dass die Ukraine nicht schutzlos Putin ausgeliefert ist. Ja, es ist nie eine einfache Entscheidung, tödliche Waffen zu liefern. Das darf es auch nie sein. Aber in diesen dramatischen Wochen kann und darf es auch keine falsche Zurückhaltung geben, die dem brutalen Kriegskalkül nichts entgegenzusetzen weiß. Ganz anders sehen es AfD und Linke. Sie sind gegen den Antrag zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Er liest sich wie die Beitrittsbekundung zu einem Krieg. Wir sind mit jedem Schritt, den wir hier weiter in Richtung Eskalieren, dem Atomkrieg und der weiteren Auseinandersetzung näher als vorher. Am Ende stimmt eine breite Mehrheit für den Antrag. Und nach der Sitzung meldet sich auch der Abwesende aus Japan zu Wort. Das, glaube ich, ist wirklich gut, dass jetzt hier mal manchen Debatten ein klares Signal gesetzt wurde. So läuft es, wie wir das entwickelt haben. Und wer weiß, vielleicht fand der Kanzler selbst es ja auch gar nicht so schlimm, dass er die hitzige Debatte um seine Person verpasst hat und sein Platz im Parlament frei blieb. Der Bundestag stimmt also mit deutlicher Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und damit beschäftigt sich auch der aktuelle Deutschland-Trend. Ellen Inni in Köln, wie blicken denn die Deutschen auf diese Entscheidung? Sie haben einen durchaus differenzierten Blick auf die Frage, die ja die ganze Woche schon diskutiert wurde. Wir wollten wissen, wie stehen Sie zur Lieferung schwerer Waffen von Deutschland direkt an die Ukraine? Und aktuell sind 45% der Befragten dafür. Das sind 10 Punkte weniger im Vergleich zu Mitte April, als wir diese Frage zuletzt gestellt haben. Aber genauso viele, 45%, sind dagegen, plus 8 Punkte. Also hier hat sich das Bild etwas verschoben hin zu einem kritischeren Blick. Wichtig ist zu wissen, dass wir von Montag bis Mittwoch diese Woche gefragt haben. Da war ja das Thema sehr heftig umstritten. Unter anderem hat dann auch die SPD ihre Kehrtwende in Sachen Panzerlieferungen vorgenommen. Das größere Bild, was dahinter steht, ist ja aber die Frage, wie kommt denn das, was wir der Ukraine liefern, diese Unterstützung, wie kommt die möglicherweise bei Russland an? Denn Bundesregierung und Opposition wollen ja auf gar keinen Fall Kriegspartei werden an dieser Stelle. Deshalb haben wir auch zwei Aussagen abgefragt.
nachgefragt mit der Bitte, sich zu entscheiden, welche eher zutrifft. Nämlich, wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht, sollte die Bundesregierung zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren. Das wünschen sich 40% der Deutschen. Aber 52% sagen, nein, die Bundesregierung sollte entschlossen agieren und Härte gegenüber Russland zeigen. Also durchaus ein widersprüchliches Meinungsbild, was tatsächlich auch die aktuelle politische Diskussion abbildet. Bundeskanzler Olaf Scholz stand ja seit seiner Zeitenwenderede im Bundestag besonders unter Beobachtung. Wie wird seine Arbeit aktuell von den Bürgerinnen und Bürgern bewertet? Auch da gibt es einen differenzierten Blick. Es gibt ein bisschen Licht, aber auch einigen Schatten. Gucken wir uns mal diese Zuschreibungen hier an. Olaf Scholz handelt umsichtig, sagen aktuell 64% der Befragten, also eine Mehrheit. Aber bei dem Thema ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen. Das sagen aktuell 47%, also knapp jeder Zweite. Das war vor der Bundestagswahl im September 21 19 Punkte mehr. Und damit waren das zwei Drittel, die das damals gesagt haben. Ähnlich beim Thema, kann das Land gut durch eine Krise führen, sagen aktuell 37 minus 23%, also ein deutlicher Einbruch. Und neu abgefragt haben wir, wie er kommuniziert, nämlich überzeugend. Da sagen 27% ja, das ist also knapp ein Viertel. Die Mehrheit sieht das anders. Das ist durchaus ein kritischer Blick der Deutschen auf Olaf Scholz. Und das führt auch dazu, dass insgesamt seine politische Arbeit eher kritisch beurteilt wird. Gucken wir uns die Zufriedenheit mit der Arbeit von Olaf Scholz von der SPD an. Aktuell 39% Zufriedenheit, minus 12 Punkte im Vergleich zu Anfang April. Das ist sein schlechtester Wert hier im Deutschland-Trend, seit er Kanzler ist. Anders geht es wichtigen Regierungsmitgliedern, wie zum Beispiel Robert Habeck von den Grünen, Wirtschaftsminister, 56% Zufriedenheit, plus 2 Punkte. Annalena Baerbock, auch von den Grünen, Außenministerin, 56%, plus 3. Es ist für beide der beste Wert hier im ARD-Deutschland-Trend. Und Christian Lindner, Finanzminister von der FDP, mit 41%, plus 2 Punkte, auch leicht im Aufwind. Man muss also sagen, die Krise, die der Ukraine-Krieg hier auch bei uns in der deutschen Politik ausgelöst hat, die schlägt sich bei der Bewertung dieser Politiker durchaus unterschiedlich nieder. Aber es tut sich nicht so viel bei der Sonntagsfrage. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann wäre die SPD stabil bei 24%. Keine Veränderung im Vergleich zu Anfang April. Die Union käme auf 26% plus einen Punkt. Die Grünen 18% minus einen Punkt. Die FDP stabil bei 9%. Die AfD stabil bei 11%. Und die Linke 3%. Sie büßt einen Punkt ein. Das ist auch für die Linke hier der schlechteste Wert, den wir im Deutschland-Trend gemessen haben. Alle Zahlen, weiterführende Analysen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie auch bei tagesschau.de. Ellen, vielen Dank nach Köln und wir sprechen uns dann gleich nochmal dann mit Blick auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein in anderthalb Wochen. Bis gleich. Wie gut werden wir in der Krise regiert? Dazu hat Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung. Wenig reden und keine Fehler machen. So hat Olaf Scholz die Wahl gewonnen. Jetzt als Kanzler in der Krise funktioniert das nicht mehr. Wenig sagen ist schon der erste Fehler. Eine einzige Zeitenwenderede reicht nicht, um eine verunsicherte Bevölkerung durch inzwischen 9 Wochen zu führen, in denen der Krieg in der Ukraine auch bei uns massive Ängste auslöst. Es darf keinen Atomkrieg geben. Das allein reicht als Erklärung für zögerliche Unterstützung der Ukraine mit Waffen nicht aus. Erklären, was man tut und tun, was man sagt, das können viele Kommunalpolitiker besser als derzeit Olaf Scholz. Genau wie der grüne Vizekanzler. Robert Habeck muss gänzlich ungrüne Dinge tun, Flüssiggas in Katar einkaufen etwa. Aber er erklärt glaubhaft, warum. Und auch Annalena Baerbock erläutert den Kurs der Bundesregierung zu Waffenlieferungen verständlicher als der Kanzler. Besser gesagt, sie erläutert ihn überhaupt. Waffenlieferungen sorgsam abwägen. Ja, bitte. Aber was spricht eigentlich dagegen, einen EU-Gipfel zum Thema einzuberufen? Doch auch das Setzen solcher Zeichen der Diplomatie und Solidarität scheint Olaf Scholz nicht in den Sinn zu kommen. Sinkende Umfragewerte, das ist die Quittung für einen als zaudernd und führungsschwach wahrgenommenen Regierungsstil. Aber was ist eigentlich mit uns, den Regierten, den Bürgern?
Die Unzufriedenheit mit Olaf Scholz wird größer, die Zustimmung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine dagegen wird kleiner. Nur knapp die Hälfte der Deutschen befürwortet sie noch. Die andere Hälfte ist dagegen. Das kann tatsächliche Kriegsangst sein. Aber auch eine Art Bequemlichkeitspazifismus. Die anderen machen das Militärische schon. Lieber unseren Wohlstand nicht riskieren, statt Diktaturen zu verärgern. Diesen Bequemlichkeitspazifismus können wir uns nicht mehr leisten. Weder als Regierung noch als Bürger. Die Meinung von Kirsten Gierschick. Vielleicht war es Zufall. Gut möglich, aber dass es eine bewusste Provokation war. Der Überfall auf die Ukraine begann Ende Februar just in dem Moment, in dem in New York der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammensaß. Als scherte sich Präsident Putin nicht im geringsten darum, was die Vereinten Nationen dazu zu sagen hätten. Dennoch versuchte UN-Generalsekretär Guterres vorgestern in Moskau zu vermitteln und reiste dann weiter in die Ukraine, wo sich heute auch ein Bild von den Gräueln in Butscha machte. Doch konnte er mehr tun, als nur ein Zeichen der weltweiten Solidarität zu setzen? Janina Werner. Die Begrüßung von UN-Generalsekretär Guterres durch Präsident Zelensky freundlich. Die Erwartungen der Ukraine an den Besuch aber waren gering. Bei dem gemeinsamen Gespräch ging es auch um eine mögliche Evakuierung von Zivilisten aus dem Azovstalwerk und Mariupol. Während meines Besuchs in Moskau hat Präsident Putin prinzipiell einer Evakuierung der Zivilisten aus dem Azovstalwerk in Mariupol zugestimmt, mit der Hilfe der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes. Das Wichtigste ist, dass wir schauen, was die UN tun können, um die Blockade des Azovstalwerks aufzuheben, um Menschenleben zu retten. Guterres sagt, nun gehe es in intensiven Beratungen darum, wie der Vorschlag in die Realität umgesetzt werden könne. Heute Morgen besuchte er die Orte Borodjanka und auch Butscha, den Ort, der zum Symbol für russische Gräueltaten geworden ist. Guterres wollte sich selbst ein Bild machen von dem Ort, an dem hunderte Zivilisten tot aufgefunden wurden. Während in Kiew nach diplomatischen Lösungen gesucht wird, gehen die russischen Angriffe im Osten der Ukraine, wie hier in Liman in der Region Donetsk, weiter. Liman befindet sich in der Nähe der Frontlinie und die russische Armee rückt weiter vor. Die Einwohner haben auf ihre Häuser nur ein einziges Wort geschrieben: Menschen. Sie wollen einfach überleben. Ich habe Angst um mein Leben. Ich möchte nicht irgendwo von irgendwas getötet werden, wenn es hier losgeht. Auch im Süden der Ukraine gehen Angriffe wie hier in Cherson weiter. Das Gebiet Cherson ist fast vollständig von Russland besetzt. Raus hier, riefen gestern diese Demonstranten den russischen Besatzern entgegen. Laut Bürgermeister gab es Verletzte. Von Seiten der Russischen Föderation wurde Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. 4 Menschen wurden verletzt, darunter eine 71-jährige Frau und ein 50-jähriger Mann mit einem gebrochenen Bein. Heute verkündete ein von Russland eingesetzter Verwaltungschef von Cherson, dass ab dem 1. Mai der Rubel in diesem Gebiet als Zahlungsmittel gelte. Seit Kriegsbeginn sollen nach ukrainischen Angaben immer wieder Bürgermeister aus den besetzten Gebieten entführt worden sein. Und aus Kiew berichtet für uns Markus Preis. Markus, der UN-Generalsekretär, zuerst in Moskau, jetzt in Kiew, sichtlich bemüht. Aber welche Bilanz lässt sich von Guterres Vermittlungsversuchen ziehen? Ich würde sagen, die UN hat auf jeden Fall nicht mehr diese starke Rolle, die sie vielleicht in früheren Konflikten hatte, wo man auf die UN schaut und sagt, das ist die Instanz, die den Frieden bringen muss. Guterres hat das heute auch sehr klar eingeräumt, hat gesagt, der Sicherheitsrat habe versagt, diesen Krieg zu verhindern. Trotzdem wird die Vereinten Nationen werden sich einbringen, vor allen Dingen bei der Frage, wie kann man die eingeschlossenen Zivilisten aus dem Azov-Stahlwerk evakuieren. Selbst Präsident Zelensky, der ja sehr kritisch vor diesem Besuch sich geäußert hat, gesagt hat, der Generalsekretär hätte sich erstmal Borodjanka, Irpin oder Butscha anschauen sollen, bevor er nach Moskau fährt. Selbst der hat sich bedankt heute und hat gesagt, er ist doch durchaus hoffnungsvoll, dass man doch eine Lösung finden kann, um die Zivilisten aus dem Stahlwerk herauszubekommen.
Die Ukraine ist auf jeden Fall auf jede Art von Unterstützung angewiesen. US-Präsident Biden hat heute den Kongress gebeten, den amerikanischen weitere 33 Milliarden Dollar Hilfe zu bewilligen. Selbst Deutschland liefert jetzt schwere Waffen. Wie nehmen Sie das auf in der Ukraine? Ja, mit großer Erleichterung und mit großer Freude, muss man auch fast sagen. Präsident Zelensky, wir haben ihn heute selber erlebt in der Pressekonferenz, für den hat man den Eindruck, zählt derzeit nur das. Also die diplomatischen Bemühungen sind alle wichtig, aber man merkt, er hat nicht den Glauben daran, dass das funktioniert. Woran er den Glauben hat, ist, dass sein Land wirklich unterstützt wird. Sei es eben, wenn das so kommt aus den USA in dieser Größenordnung, sei es, dass Deutschland so einen Schritt geht, wo man in der Ukraine auch sehr großen Wert drauf legt, weil Deutschland eben ein wichtiges Land ist, was eine Signalwirkung hat. Oder auch auf ganz anderer Ebene. Wir haben ihn erlebt heute gemeinsam mit dem Premierminister von Bulgarien. Und da ging es darum, dass zum Beispiel der Hafen von Varna im Schwarzen Meer in Bulgarien geöffnet wird, um Getreide für die Ukraine zu exportieren, weil die eigenen Häfen ja blockiert sind. Das sind die Dinge, die den Ukrainern jetzt wirklich wichtig sind. Und da ist jede Hilfe willkommen. Am Abend soll es wieder Explosionen in Kiew gegeben haben. Was weiß man darüber? Also wir standen auch genau hier an dem Punkt, wo ich jetzt stehe und haben zwei Explosionen hintereinander gehört, haben uns noch gefragt, ist das ein Gewitter? Und kurze Zeit später haben wir auch etwas Rauch gesehen. Wir können es nicht genau bestätigen, was es war, aber Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, der hat gesagt, Russland habe Kiew beschossen. Wie gesagt, wir können das so noch nicht bestätigen, aber wenn das so wäre, dann wäre das natürlich auch wirklich ein Signal in dem Moment, in dem der UN-Generalsekretär hier ist, wenn Kiew da wirklich mit Raketen angegriffen würde. Markus, vielen Dank für die Informationen nach Kiew. Gerne. Während Sie sich in der Ukraine also über die Unterstützung nun auch aus Deutschland mit schweren Waffen freuen, freute einer sich über die breite parlamentarische Zustimmung dafür von sehr weit weg. Wie anfangs erwähnt, befand sich Bundeskanzler Scholz während der Abstimmung im Bundestag zu Besuch in Japan. Deutschland und das Kaiserreich verbindet ja die Geschichte, im Zweiten Weltkrieg verbündet gewesen zu sein, um sich dann nach der Niederlage verständlicherweise in puncto Militär in Zurückhaltung zu üben. Doch der Krieg in der Ukraine führt auch im jahrzehntelang pazifistisch ausgerichteten Japan zu einem Umdenken. Zumal man Russland ja in direkter Nachbarschaft hat. Aus Tokio, Uli Mentgen. In einem Land, in dem Soldaten nicht Armee heißen dürfen, wo eine pazifistische Verfassung nur Selbstverteidigungskräfte erlaubt, dort wird jetzt über Aufrüstung nachgedacht. Gemeinsam mit Berlin schlägt Tokio jetzt Töne an, die man so hier bis vor kurzem nicht gehört hat. Wir stimmen überein, dass es wichtig für die internationale Gemeinschaft und die G7 ist, eine entschlossene Haltung gegenüber Russlands Aggression einzunehmen. Es ist eine gemeinsame Verantwortung unserer beider Länder, das ukrainische Volk und seine Regierung nach Kräften zu unterstützen. Die jahrelange Zurückhaltung gegenüber Russland fällt. Japan hat früh Sanktionen verhängt und will den Kohleimport aus Russland stoppen. Der Export schwerer Waffen ist Japan verfassungsrechtlich verboten, aber es sucht den Schulterschluss auch mit Deutschland. Man wirft den beiden Ländern vor, wenig zu tun und das auch noch zu spät. Darin sind wir wirklich gut. Aber dass so ein Krieg im 21. Jahrhundert ausbrechen kann, dass so etwas möglich ist, das hat uns gelehrt, wenn das in Russland und der Ukraine passieren kann, dann kann es vielleicht auch in Asien passieren. Wir spüren mehr Gefahr, fühlen uns verwundbar und glauben, dass wir mehr unternehmen müssen. Bedrohung spürt Japan vor seiner Haustür. Auf den südlichen Kurileninseln, einem von Japan beanspruchten Gebiet, hält Russland militärische Übungen ab. Es verbündet sich überdies mit China. Wachsende Sorge um Taiwan. Wie sicher ist die Insel noch, wenn Peking selbstbewusst mit dem Säbel rasselt? Wir haben uns ausgetauscht über die Lage in der Region und stimmen überein, dass wir jedem Versuch entgegentreten, den Status quo im Ostchinesischen Meer und im Südchinesischen Meer einseitig zu ändern. Eine Ansage auch an den strategischen Rivalen in Peking. So klingt Zeitenwende auf Japanisch.
Von der Weltpolitik gehen wir jetzt in ein Bundesland bei uns, in dem in 10 Tagen eine Landtagswahl ansteht, bei der die derzeitige Weltlage allerdings durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. In Schleswig-Holstein liefern Windräder etwa die Hälfte des dort erzeugten Stroms. Und dieser Anteil, wie die erneuerbaren Energien insgesamt, soll ja nun auch wegen der angestrebten Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen weiter steigen. Deshalb spielt die Energiepolitik in diesem Landtagswahlkampf eine große Rolle. Bevor wir gleich im Vorwahltrend zur aktuellen Stimmungslage in Schleswig-Holstein kommen, berichtet Andreas Schmidt über den Wahlkampf im hohen Norden. Das Landeshaus an der Kieler Förde. Es war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für handfeste Skandale und auch Überraschungen gut. Kamera läuft. Dann machen wir Scholz die erste, Take 2. Wusstest du, dass Schleswig-Holstein immer noch seine Klimaziele verfehlt? Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD. Er ist so eine Überraschung. Bis vor kurzem war er noch bei den Grünen, sogar als Staatssekretär. Dann der Schwenk zur SPD. Sein Problem? Kaum jemand kennt ihn. Ich sehe die Underdog-Rolle nicht. Ich bin ja jetzt kein Außenseiter, der nicht weiß, wie die Themen gehen. Ich stehe in allen Themen tief drin. Ich kenne die Verantwortungsträger hier im Land sehr gut. Ich bin im Maschinenraum aller dieser Veränderungen gewesen in den letzten 20 Jahren. Der Ministerpräsident dagegen ist sowohl bekannt als auch beliebt. Daniel Günther regiert im Moment mit Grünen und FDP zusammen. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat er seinen Wahlkampf auf das Thema Sicherheit getrimmt. In der jetzigen Zeit machen sich die Leute Sorge um Sicherheit. Also jeder fragt sich jetzt, wie teuer wird eigentlich Energie? Haben wir genügend Energie? Kann der Krieg auch zu uns kommen? Sind wir geschützt davor? Wie sind wir aufgestellt? In Brunsbüttel an der Unterelbe könnte ein Terminal für verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, entstehen. Vor allem CDU und FDP wollen ihn jetzt so schnell wie möglich durchsetzen. Die grüne Spitzenkandidatin und Finanzministerin Monika Heinold macht dabei mit, obwohl ihre Partei aus Klimaschutzgründen eigentlich strikt dagegen war, bis der Krieg kam. Beim LNG würde ich sagen, ne, da müssten wir eigentlich wirklich umdenken. Wenn wir das ganze Ding dann auch noch wasserstofffähig machen, dann ist das eine gute Sache, glaube ich. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, und dafür sind wir Grüne da, dass wir die energiepolitische Ebene jetzt hart mit durchdeklinieren bei allem, was stattfindet, damit wir mit der Energiewende vorankommen und uns von dieser Abhängigkeit, wie wir sie jetzt haben, lösen. FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz ist gleichzeitig Wirtschaftsminister. Der ehemalige Medienmanager will Firmengründer fördern. Die AfD im Land ist zerstritten, bietet sich aber als Koalitionspartner an. Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit, ist von der 5%-Hürde befreit. Bei den Landtagswahlen im Jahr 2017 war Daniel Günther ein Notkandidat. Jetzt hofft er auf eine zweite Amtszeit. Noch 10 Tage, dann ist klar, wer die Macht hat im Landeshaus an der Kieler Förde. Und damit noch einmal zum Deutschlandtrend und Ellen Nie in Köln, die jetzt die Zahlen der ARD-Vorwahlbefragung für Schleswig-Holstein hat. Daniel Günther von der CDU ist ein populärer Ministerpräsident im Norden. Aber Ellen, ist er auch so populär, dass er sich Hoffnungen machen kann, weiter zu regieren? Also nach den aktuellen Zahlen kann er sich wirklich Hoffnung machen. Wenn jetzt schon am Sonntag Landtagswahl in Schleswig-Holstein wäre, dann käme die CDU auf 38%. Im Vergleich, das Ergebnis von 2017 waren 32%, also deutliche Gewinne an der Stelle. Bei der SPD sieht es ganz anders aus. Die käme auf 19%, hatte damals 27,3, also herbe Verluste. Die Grünen verbessern sich etwas auf 16%, damals 12,9. Die FDP büßt etwas ein, 9%, damals 11,5. Die AfD rund um 5%, damals 5,9. Und auch der Südschleswigsche Wählerverband rund um 5%, damals 3,3. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie bilden das aktuelle politische Bild in dieser Woche ab, das Meinungsbild im Norden. Da kann sich auch bis zur Wahl in 10 Tagen noch etwas verschieben. Wir haben aber auch gefragt, wenn man den Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein direkt wählen könnte, wem würden Sie dann Ihre Stimme geben? Und auch da haben wir ein sehr deutliches Bild, denn 61% der Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein würden Daniel Günther von der CDU ihre Stimme geben. Für Thomas Losse-Müller würden nur 9% stimmen und für Monika Heinold von den Grünen 10%, also ganz klar abgeschlagen. 20% sagen, sie würden keinem dieser Kandidaten ihre Stimme geben. Also auch das nochmal ein sehr
klares Bild. Und mit den Zahlen aus der Sonntagsfrage, wenn die denn so bestätigt werden, könnte sich Daniel Günther tatsächlich aussuchen, ob er mit der FDP koalieren will, also schwarz-gelb, oder mit den Grünen schwarz-grün. Das wäre dann alles möglich. Wie gesagt, wenn die Zahlen so bleiben, in 10 Tagen wird gewählt. Ellen, vielen Dank für die Zahlen und Informationen nach Köln. Danke nach Hamburg. In Israel, in Polen und in anderen Ländern haben die Menschen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers. In Israel wurde mit Schweigeminuten der 6 Millionen Opfer des Holocaust gedacht. Um 10 Uhr ertönten im ganzen Land Sirenen. An der Gedenkstätte Yad Vashem legten Premierminister Bennett und Staatspräsident Herzog Kränze nieder. In Polen fand der Marsch der Lebenden statt. Tausende Menschen gingen dabei den Weg von Auschwitz nach Birkenau, dem größten deutschen NS-Vernichtungslager. Der Chef-Virologe der Berliner Charité Drosten zieht sich aus einer Kommission zur wissenschaftlichen Beurteilung der Corona-Maßnahmen in Deutschland zurück. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach über Twitter mitgeteilt. Dem Expertenrat stehe Drosten aber weiter zur Verfügung. Eine Sprecherin der Charité bestätigte den Rückzug und nannte unter anderem Ausstattung und Zusammensetzung des Gremiums als Grund. Angesichts der steigenden Energiepreise hat der Bundestag der vorzeitigen Abschaffung der sogenannten EEG-Umlage über den Strompreis zugestimmt. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das eine Entlastung von rund 150 Euro im Jahr. Von Juli an soll die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aus einem Sondervermögen des Bundes bezahlt werden. Die Teuerung in Deutschland hat sich im April noch etwas beschleunigt. Die Preise lagen um 7,4% höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 1981. Markus Gürne von der Frankfurter Börse. Lieferengpässe, der Krieg in der Ukraine und auch noch Corona treiben die Preise nach oben und entsprechend auch die Inflation. Und auf den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Die größten Preistreiber bleiben wie in den vergangenen Monaten die Energiekosten. An der Tankstelle, beim Heizen und auch beim Strom steigen die Preise. Ebenso haben sich auch Nahrungsmittel kräftig verteuert. Ob Gemüse, Fleisch oder Getränke, die Preise stiegen überdurchschnittlich. Vor allem die ärmeren Haushalte trifft die Geldentwertung besonders, weil diese einen größeren Anteil des Einkommens für Energie und Lebensmittel verwenden müssen. Experten warnen, sollte es zu einem Gaslieferstopp aus Russland auch bei uns kommen, dürfte die Inflation noch mal einen deutlichen Sprung nach oben machen. Die Ablösung für den deutschen Astronauten Matthias Maurer hat nach rund 20 Stunden Flug die internationale Raumstation erreicht. Die Raumkapsel des Unternehmens SpaceX dockte erfolgreich an der ISS an. Die 2 Frauen und 2 Männer aus den USA und Italien lösen Maurer und 3 seiner amerikanischen Kollegen ab, die kommende Woche zur Erde zurückkehren. In Indien ist es derzeit so heiß, dass die Luft über dem Asphalt nur so flirrt. Das Thermometer zeigt in vielen Teilen des Landes weit über 40 Grad Celsius an. Am Wochenende soll es die 50 sogar erreichen. In Pakistan sieht es ähnlich aus. Solche Hitze ist in Südasien jetzt nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist allerdings, dass sie nicht erst im Hochsommer, sondern schon so früh im Jahr herrscht. Und so vibriert die Glut nicht nur auf der Straße, die Felder sind staubtrocken und Wasser ist heiß begehrt. Zum Durstlöschen und, soweit es irgendwie überhaupt möglich ist, zum Abkühlen. Aus Delhi, Sibylle Licht. Die Trockenheit hat dem Weizen von Bauer Suresh Singh schwer zugesetzt. Es ist nicht viel, was der 67-Jährige aus den Ähren sammeln und uns zeigen kann. Wegen der Hitzewelle hat unsere Ernte gelitten. Durch den plötzlichen Temperaturenstieg ist der Wasserspiegel gesunken. Die große Hitze hat unseren Ernteertrag um die Hälfte dezimiert. Jetzt kann er kaum mehr Weizen verkaufen und auch seine Tiere leiden unter Wassermangel. Der Bauer wird Futter zukaufen müssen, um seine Rinder durch den Sommer zu bringen. Und der beginnt gerade erst in Indien. Sein Neffe sagt, die Familie und die gesamte Dorfgemeinschaft seien in großer Gefahr. Das größte Problem des Klimawandels ist, dass wir demnächst nicht mehr in der Lage sein werden, Landwirtschaft zu betreiben. Der Wasserspiegel sinkt immer weiter. Die meisten Wasserquellen des Dorfes sind bereits versiegt.
Anfang März begann die Hitze mit 40 Grad und mehr. Auslöser ist ein Hochdruckgebiet, das nicht weichen will, so die Meteorologen in Neu-Delhi. Normalerweise werden diese Temperaturen erst im Hochsommer erreicht. Die Wissenschaftler sprechen vom wärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Indien vor 120 Jahren. Im April hat sich der Trend fortgesetzt. Wir müssen noch das Monatsende abwarten. Bis 30. April haben wir die Daten von 300 Stationen. Dann sehen wir, was sie genau aussagen. Aber dieser Sommer ist sehr ungewöhnlich. Schon 2015 gab es eine extreme Hitzewelle. Dabei starben etwa 3.500 Menschen. Indien erlebt immer mehr solcher Hitzeperioden. Das liegt auch am Klimawandel. Die Gesundheit der Menschen im Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt ist bedroht. Auch Arbeiten wird zur Qual. Es ist sehr heiß. Aber was sollen wir tun? Wir müssen arbeiten. Nur wenn wir arbeiten, können wir essen. Ob es heiß oder kalt ist, egal. Wir müssen die Hitze ertragen. Die Hitze führt auch zu Bränden. Im Norden Neu-Delhis entzündete sich dieser gigantische Müllberg. Diese apokalyptischen Bilder vermitteln einen Vorgeschmack darauf, was alles noch auf Indien zukommen könnte. Bei uns sind wir zum Glück von solchen Temperaturen weit entfernt. Carsten, aber unsere Aussichten Richtung Wochenende, wie sehen die denn aus? Die sehen eher so lala aus. Also weder richtiges Maiwetter noch kaltes Aprilwetter. Es wird ein ruhiges Frühlingswochenende, wenn wir so wollen. Wir schauen uns mal die Regenausbeute an. Ich fange mal so an auf der Seite. Der morgige Freitag, wir können ja sagen, das Wochenende steigt mit dem Freitag ein. Ein trockener Tag in Deutschland. Morgen Abend fängt es in der Eifel an zu regnen. Dann schauen wir mal auf den Samstag. Dann sehen wir vor allem im gesamten Süden, speziell im Südwesten, Baden-Württemberg vor allem, hinauf bis nach Hessen, aber auch bis nach Thüringen und in Teilen Bayerns wird es am Samstag Regenschauer geben. Im Süden Baden-Württemberg sind auch Gewitter dabei. Das ist also eher eine nasse Angelegenheit. Der Sonntag bringt dann noch weitere Schauer. Am Alpenrand nochmals kurze Gewitter. Und wir sehen hier einzelne Flecken auch bis nach Berlin und Brandenburg. Also einzelne Schauer dehnen sich bis in den Osten aus. Jetzt schauen wir mal weiter Richtung Sonnenschein, also sozusagen der Gegenpart. Und dann sehen wir, dass morgen viele Wolken im Westen und im Nordwesten schon ankommen, aber in der gesamten Osthälfte. Und im Süden wird es morgen noch einmal sehr sonnig, ähnlich wie heute. 10 bis 12 Stunden in Berlin-Brandenburg, im Osten Sachsens, in Vorpommern. 12 bis 13 bis ran an die 14 Stunden im Südosten Bayerns. Entsprechend auch hier die Temperaturen morgen in der Osthälfte bis zu 20 Grad im Süden und im Südwesten 20 bis 22 Grad. Unter diesen Wolken im Nordwesten wären es hingegen gerade mal so 14 bis 17 Grad. Dann wird es etwas kälter und am kältesten ist es dort, wo es keine Sonne gibt. Am Samstag hier erwarten wir dann maximal noch so 12 bis 15 Grad, während es in der Osthälfte nochmals 18 bis 20 Grad werden. Der Sonntag sieht hier auf der Sonnenscheinkarte ziemlich gleich verteilt aus. Das ist ja auch Sonne-Wolken-Mix für alle und die Temperaturen eher so im Bereich um rund 15, 16 Grad. Jetzt schauen wir noch auf den Wettervorschaufilm und gucken uns an, was in den nächsten 24 Stunden passiert. Hier kommen diese Wolken an, die dafür sorgen, dass es morgen eben im Nordwesten deutlich weniger Sonnenschein geben wird. Und die Wolken ziehen nach Osten, kommen dort aber erst mit der Dicke, mit der Stärke morgen Abend an. Und hier sehen wir dann noch den Regen, der hier im Westen ansetzt. Und zwar morgen Abend geht es los. In der Nacht zum Samstag geht das Ganze weiter. Kurz noch mal die Aussicht. Und da sehen wir ganz kompakt noch mal Samstag und Sonntag mit den Temperaturen, den angesagten Gewittern. Nach Norden hin gibt es immer größere Wolkenlücken. Das heißt, hier scheint dann mal die Sonne. Die Temperaturen dort 14 bis 15 Grad. Für alle etwas dabei. Sehr aushaltbar. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Caroline Kebekus Show. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, das meldet sich um 0.20 Uhr. Und morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle Helge Fuest. Tschüss und bleiben Sie weiter zuversichtlich.